Ihr habt Lust auf richtig leckere Kokosmakronen, die super schnell und einfach gehen? Na, dann seid ihr heute bei mir genau richtig. Denn die machen wir heute. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Rezept. So, und dann fangen wir jetzt auch gleich mit dem Rezept an. Allerdings gebe ich euch noch ein paar kurze Tipps und Tricks, wie ihr die am besten hinbekommt. Vor allem bei dem Eiweiß, denn das muss steif geschlagen werden. Ihr braucht 4 Eiweiße. Wichtig ist hier kein Eigelb im Eiweiß und nichts, was irgendwie fettig ist. Also nicht die Schale mit den Fingern oder so da rausholen, wenn Schale reingekommen ist. Dann bekommt ihr das selten gut steif geschlagen, denn wir brauchen es sehr steif für unsere Kokosmakronen. Wichtig ist, wenn ihr das Eiweiß steif schlagt, das erst schaumig zu schlagen, also so eine Minute auf mittlerer Stufe anzuschlagen und dann kommt der Zucker da reingerieselt während des Schlagens auf hoher Stufe. Aber das seht ihr nachher. Nur ich spule euch dann vor und dann kriegt ihr es nicht so richtig mit, weil es alles sehr schnell geht. Und während der Zucker einrieselt, immer auf kräftiger Stufe rühren, bis das Eiweiß dann später ganz steif ist. Das waren die Anmerkungen, die ich zu machen hatte. Und jetzt hole ich euch erstmal nah ran. Dann gucken wir uns kurz die Zutaten an und dann geht's auch schon los. Und an Zutaten braucht ihr wirklich nicht viel. Ihr braucht 4 Eiweiße, 200 Gramm Kokosraspeln, 150 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Das sind die Grundzutaten. Und ich mache bei mir noch einen halben Teelöffel Zimt mit rein. Ist aber natürlich Geschmackssache, müsst ihr ganz nach individuellem Geschmack entscheiden. Und das war's auch schon an Zutaten, mehr braucht ihr gar nicht. Und jetzt geht's los. Als erstes verrühre ich jetzt den Vanillezucker mit dem Zucker. Den Zimt tue ich noch nicht dazu, den lasse ich zum Schluss mit den Kokosmakronen mischen, den Kokosraspeln. Einfach einmal so ein bisschen durchmischen. So. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, das Eiweiß richtig schön steif schlagen, wie erklärt. Wichtig zu erwähnen ist hierbei allerdings noch, dass ihr unbedingt das Eiweiß richtig kalt haben müsst. Es sollte frisch aus dem Kühlschrank kommen. So, wie erklärt, schlage ich das jetzt eine Minute auf halber Stufe an und dann schalte ich hoch und lasse langsam den Zucker einrieseln. In der Zeit stelle ich euch gleich vor, weil das super laut ist und ihr wisst ja dann, wie es geht. So, damit ist das Eiweiß fertig. Es soll schön cremig sein und diese schönen Spitzen schlagen. Dann ist es richtig schön luftig. So, das war eigentlich die gröbste Arbeit. Jetzt nehmen wir unsere Kokosflocken und ich habe hier einen halben Teelöffel Zimt. Den mache ich hier mit rein, aber der Zimt, der ist tatsächlich optional. Den müsst ihr nicht reinmachen, aber es gibt dem Ganzen eine richtig schöne, leckere weihnachtliche Note. So ein bisschen unterrühren. Und jetzt gibt es nur noch den Schritt, die Kokosflocken unterzuheben. Dafür hole ich eben einen Spatel, denn wir möchten diese luftige Masse unbedingt behalten. Und das geht tatsächlich nur durch Unterheben. Wenn ihr wie wild da drin rumrührt, dann macht ihr ja die ganze Luft wieder raus. Ich hebe das auf mehrmals unter. Ich mache jetzt mal hier so die Hälfte ungefähr erstmal rein. Und dann wirklich so in diesen typischen unterhebenden Bewegungen die Luft in der Masse lassen und einarbeiten. Das ist das ganze Geheimnis von richtig saftigen, leckeren Kokosmakronen. So, und jetzt nehme ich die zweite Hälfte. Auf zweimal geht super. Und
Hebe diese auch noch unter. Das duftet herrlich. Der Zimt ist ja nicht viel, nur ein halber Teelöffel, aber der hinterlässt seinen Duft. Wer kein Zimt mag, lässt ihn einfach weg, wie gesagt. So, und schön auch mal vom Boden her alles holen, dass wirklich die Kokosraspeln richtig schön in die Masse eingearbeitet ist. Und wenn ihr das schön langsam macht, dann behält die Masse auch viel ihrer Luft. So, das schaut doch gut aus. Sehr schön. Den Backofen, den heizt ihr jetzt vor, entweder auf 150 Grad Umluft oder auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Ich mache Ober-Unterhitze. Ich finde, die werden dadurch besser, aber das ist Geschmackssache. Lecker. So, und während der Ofen vorheizt, werden wir schon mal unsere Makronenmasse auf die Backobladen legen. Ich habe jetzt hier große, aus dem einfachen Grund, weil ich keine kleinen bekommen habe. Mit kleinen ist es auch schön. Da nehmt ihr dann 2 Teelöffel, um die Masse zu drapieren. Ich nehme jetzt 2 Esslöffel, weil die Makronen halt so groß sind, die Obladen. Und dann nehmt ihr von eurer Masse und setzt einfach so einen Berg auf die Obladen. So. Und dann macht ihr hier so eine kleine Kuppe drauf. Die müssen auch nicht gleich aussehen. Das Schöne an Oblaten ist einfach, sie sind individuell. Und es sieht toll aus, wenn sie unterschiedlich aussehen. So. Ihr kennt das, mit der Deko habe ich es nicht so. Mit kleinen Makronen und kleinen Löffeln funktioniert das noch ein bisschen besser. Aber das geht auch so. So, wie ihr sehen könnt, sind die ersten Oblaten mit der Kokosmakronenmasse gefüllt. Alle individuell, aber das ist tatsächlich so, keiner wird gleich und ich bin ja eh nicht so der Dekomeister. Hauptsache, sie sind lecker. Und jetzt kommt der ganze Spaß. Für ungefähr 10 bis 12 Minuten, nach 10 Minuten solltet ihr wirklich mal gucken, dass das Ganze nicht zu trocken wird, bei 170 Gramm Ober- und Unterhitze. Oder 150 Grad Umluft in den vorgeheizten Backofen. Los geht's! Wir sehen uns wieder, wenn sie fertig sind. Die Kokosmakronenmasse, die stelle ich jetzt wieder in den Kühlschrank, bis ich die nächsten Makronen mache. Damit die Masse schön kühl bleibt, dann fällt sie auch nicht wieder zusammen. Also bis gleich! Ja, ihr Lieben, schaut mal, die ersten Kokosmakronen sind fertig und jetzt machen wir noch welche ohne Oblaten, weil die ja ein bisschen breit laufen und ich nur die großen Oblaten bekommen habe und mir das einfach zu breit ist, machen wir jetzt noch kleine, leckere Kokosschneehäufchen ohne Oblaten. Ich hole mein Backblech zurück und dann geht's los. Ja, und jetzt machen wir noch ein paar Makronen ohne Oblaten. Sogenannte, ich nenne das so, Schneeberge. Dafür nehmt ihr jetzt wirklich eure 2 Teelöffel und setzt einfach so kleine Hügel auf. Die zerlaufen natürlich auch, aber dadurch, dass es weniger Masse ist, zerläuft das dann nicht so stark. So, ich hoffe, es funktioniert mit diesem Teig. Habe ich selbst noch nicht gemacht, ist mal wieder ein Experiment. Müsste aber gehen, ich bin zuversichtlich. Und wenn nicht, dann wisst ihr schon mal, dass ihr es damit nicht probieren müsst. Ich lasse hier auch extra ein bisschen Platz, weil die ja doch noch ein bisschen in die Breite laufen. Ja, und ein bisschen Naschen darf auch nicht fehlen. Boah, göttlich lecker. Die packe ich jetzt mal noch im Ofen und dann schauen wir mal, ob es gut wird. Bis gleich!
So, ihr Lieben, und hier sind die kleinen Schneeberge. Also, ich habe probiert, die so hochzuheben, aber dann pappen sie unten an. Deshalb mit so einem Spatel lassen die sich dann wunderbar abnehmen. So vorsichtig drunter schieben. Und die fühlen sich wirklich super an. Wer keine Obladen mag, eine super coole Variante. So, ja, ihr Lieben, und jetzt probieren wir natürlich auch so eine Kokosmakrone. Die sind doch wunderbar. So müssen die aussehen. Und jetzt probieren. Richtig lecker. Super fluffig. Einfach nur fantastisch. Die müsst ihr unbedingt machen. Gehen super schnell und sind super lecker. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch heute wieder gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal gerne wieder. Tschüss, ihr Lieben, und nicht vergessen, ihr kriegt noch eine kleine Nahaufnahme präsentiert, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ja, hier seht ihr sie nochmal. Einfach fantastisch. Auch die ohne Obladen unten drunter. Wirklich super. Leckere, saftige Kokosmakronen. So einfach und schnell gemacht. Macht's unbedingt nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.